Melissa who? Je sais pas si elle sait faire. Si ça se met durch Nanda, ist schlimm. Muss man es eben selber rauskriegen. Also wie gesagt. Man. Who? Man, du. Xiang Shu. Ich bin Xiang Yan. Also Xiang Yan ist dann in der Außenbewegung. Wenn die Endbewegung zu Ende ist, ausgeteilt. So wie äußeres Wasser. Xi heißt Gesichtsfibel und Xi heißt Gesichtsrill. Und Xiang Yi heißt wünschenswert Gerechtigkeit. Und jetzt Man Du heißt Man Ku. Die Afrikaner durcheinander. Man, das ist wohl sehr witzig, das immer umzudrehen für mich. Und Behördenbriefe gehen ja auch wieder auf Gedanken lesen. Also ich überlebe das nicht. Das hier mit dem Blick hat. Das soll mein Kumpel, der mir geholfen hat, über die Obdachlosigkeit, soll ich jetzt seine Kontoauszüge alle überweisen. Das kriege ich nicht, bis letzten Monat nicht. Also fliege ich wieder raus. Und in der Zeitung bin ich jetzt, der Obdachlose hat wieder eine Wohnung und ein satt Frühstücksfernsehen soll ich jetzt auch. Also diese ganze, ich habe hier allen Deutschen geholfen, die sind nur noch Deutsche und so. Diese Gedankenleserei der Deutschen überlebe ich nicht. Kommt doch alles durcheinander, wissen alles besser, sind alles große Meister und gehorchen nur diesen, also haben irgendwas mit diesem Islam, wo sie so gegen sind, von denen sie sich so befreien möchten. Ich weiß nicht was, ich kann das nur so verdächtigen. Irgendwas mit Buddha hat das auch so eine Behörde und Buddha, auf jeden Fall sind sie alle konvertierte Christen, heimlich zum Buddhismus konvertiert und echt bei Jux ob Tod, in Tod oder Tod, ich meditiere keine Chakren, so, basta, Ende, aus für mich. So. Werde ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht, ist mir unangenehm, Chakren ist für mich die Meditation der Schadenfreude, hihihihi, ich finde das voll bescheuert. So, Mann. Und Mandu ist Mandu ist Mandu Gewaltmetropole. Tripolis sagten die da. Ja. Man Gandhara Buddhismus habe ich schon mal erzählt. Man Ku Sindui, richtige Antwort. Luki, sagten wir, Lukik ist irgendwo anders. Man, hier glaube ich. Aber bei mir schaltet das schnell von der Imagination und Punkte. Man, du, oder Top Secret irgendwie, nee, ganz normale Sache. Gewalt, Bitternis und Mann, du, Gewalt, Eskalation, Deeskalation, Xiang, Inferno, Xiang, du, Eskalation, und du, einfach nur Deeskalation, also aufgebende Eskalation. Gut.
Grunde genommen mein Morgentraining immer wieder sozusagen ein Karussell der Verrückten. Ich glaube, die werden sich das alle wieder zuziehen. Die brauchen irgendwie Industrie für ihre Hetze. Ansonsten hetzen sie sich sympathisch ineinander. Das ist ganz interessant, der Punkt. Mann, du. Ich wollte das jetzt als das Lösungsmittel verkaufen gegen Tippeln und gegen Flachsigkeit und Husten und vielleicht auch gegen Affengrippe. Es scheint logische Folge zu sein, dass Corona zum Affengrippe. Das ist ja auch von diesem Islam, dieses Rumschreien und auch von den Deutschen, die auch immer sich ewig sich öffnen müssen und so. Und sich beim anderen in der Ellie mit reinziehen müssen. Peinlicher Film jetzt wieder, der 100. peinliche Film. Das ganze Thema bleibt peinlich. Ich glaube, dass die ganzen Kung-Fu-Leute sich ganz wichtig dieser eben genannten öffentlichen Lehrerschaft anschließen und sich eigentlich so einpferchen in so psychisch behinderte Hilfsgemeinschaften. Ja, das meine ich. So flinks, so. Wie sieht das aus? Und da werden die wahrscheinlich zum Vernaschen mitgenommen oder so. Also das Milieu ist wieder mal vorpropagiert, vorprogrammiert. Das Anti-Milieu ging doch vom Parcours des Kung Fu aus. Von die normale Zivilisation für die normale Kultur. Und das Anti-Milieu oder die Idee der Entmilisierung scheint beladen mit Beladenheit und Wetterflüchen und Armutsverpflichtungen, all so ein Kram, die ersten körperlichen Verzerrungen. Ja, so das war auch wieder mal Kunkenfilm am Morgen, super peinlich. Es ist ja von Amerika Kampfsport eingeführt worden, der ja immer viel stärker ist als der japanische und so. Dieses ewige Reden und mit den Händen erstmal alles verbeteln und das dann alles können. Wenn wir da auch die darwinistische Liga auf die Kultur als tiefer genähten Volkskörper betrachten können. Man dann ja auch im Sommer eigentlich ohne Jacke rumläuft und ohne Mütze. Naja. Ich wollte eigentlich nochmal Adlerkuchen machen, aber dann habe ich wahrscheinlich wieder einen darwinistischen Typen für den Plebaismus der Chakrenlehre nachgemacht, der da für mich zuständig ist in aller Offizialität. Irgendwann bin ich an der Macht, dann wird vorgekonnt und zusammengeschlagen, dann ist okay.
Ich glaube, selbst schuld, du bist beeinflussbar. Das hält weg. Immer kommt wieder einer, das ist wieder Buddhismus, es muss wieder ein Hund bei mir hinpinkeln, damit die stehen können. Es geht endgültig, gerade im Kung Fu, um dieses Stehen. Und das ist aus für mich. Ich habe da überhaupt keine Lust zu.